So, Winter auf dem Dorf. Ich grüße euch mal wieder. Ein neues Video von mir. Es ist immer wieder oder ist immer noch ganz ordentlich Schnee hier bei uns. Hat vor allen Dingen gestern wieder ganz ordentlich geschneit. Heute ist nun schon wieder ein bisschen was weggetaut. Aber ich glaube, der Winter lässt noch nie so richtig locker. So. So, wird schon wieder dunkel draußen. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Und zwar probiere ich jetzt einfach mal aus, ein paar Kräuter auf dem Fensterbrett zu ziehen. Mal sehen, ob es klappt. Soll eigentlich ganz einfach sein. Habe ich mir zwei Deppe zurecht gemacht. Dort kommen die rein. Da habe ich mal geguckt, was noch da ist. Da haben wir noch ein bisschen Basilikum vom Sommer übrig. Den machen wir gleich hier drüben in den Topf rein. Aber im Basilikum muss man aufpassen. Basilikum ist ein Lichtkeimer. Das heißt, das muss oben liegen bleiben. Darf man nicht mit Erde bedecken, sonst geht er nicht auf. Machen wir es drauf. Müssen wir dann nur ganz sehr beim Gießen aufpassen, dass das nicht alles weggeschwemmt wird. Basilikum-Samen sind halt total schwarz, die siehst du ganz schlecht. So, und dann das andere. Da machen wir, probieren wir das gleiche mit ein bisschen Petersilie.
So. Bei Petersilie ist es so, dort werden die Samen mit Erde bedeckt. Ist die Gefahr des Weg- und Zusammenschwimmens nicht so hoch. Fast schon zu viel. Der Rest kommt wieder rein. So, jetzt mache ich bei der Petersilie noch ein bisschen Erde oben drauf. Und jetzt vorsichtig gießen. So, das muss man ein bisschen einziehen. So, und das Ganze kommt jetzt auf mein Fensterbrett. Da steht's jetzt. Das soll es erstmal für heute wieder gewesen sein. Macht's gut. Eine schöne Zeit für euch und abonnieren nicht vergessen. Ciao, ciao.